Die Geschichtsschreibung hat unzählige Facetten, vom klassischen Geschichtsbuch bis zum Comic. In Frankreich ist gerade der erste Band einer Comic-Trilogie erschienen. Les meilleurs ennemis, beste Feinde, thematisiert das Verhältnis der USA zum Nahen Osten, vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis in die 50er Jahre. Es ist das Gemeinschaftswerk eines Comiczeichners und eines Politikwissenschaftlers. Christophe Brunella stellt uns die beiden vor. Auf der einen Seite David B., einer der besten Comiczeichner unserer Zeit, auf der anderen Jean-Pierre Filieu, ehemaliger Diplomat, Politikwissenschaftler und Spezialist für die arabische Welt. Zusammen veröffentlichen sie Les meilleurs ennemis, ein schonungsloser und präziser Essay über die Beziehungen zwischen den USA und dem Nahen Osten. Wir haben beschlossen, nur Dialoge mit hineinzunehmen, die auch wirklich stattgefunden haben, so viele wie möglich. Jeden Off-Text wollten wir mit einer Zeichnung illustrieren. Das war natürlich nicht immer einfach. Ich habe versucht, in meine Zeichnungen etwas hineinzubringen, das im Text nicht enthalten war. Wie David es schafft, die Aufteilung des Osmanischen Reichs zwischen Franzosen und Briten nach dem Ersten Weltkrieg anhand von zwei seltsamen Kreaturen darzustellen, das zeugt von ungeheurem Scharfsinn und auch von historischer Wahrheit. Die Zeichnungen von David B. entfalten eine große erzählerische Kraft. Ein Turban steht mal für eine Welt, die es zu erobern gilt, mal für die Vergeltung, mal für ein zerfallenes Reich. Worte kann man miteinander kombinieren, das ist das Interessante. Wie ein Chemiker führt er regelrechte Explosionen herbei. Das Bild eines sumerischen Leichenbergs verweist auf die schrecklichen Bilder von gedemütigten Häftlingen in Abu Ghraib. Der Mythos ist da, ohne dass die Leute sich darüber bewusst sind. Sie reproduzieren ein mythisches Bild. Die Sumerer errichteten seinerzeit Pyramiden von Leichen. Genau wie diese amerikanischen Soldaten in Abu Ghraib. Ich weiß nicht, was ihnen dabei durch den Kopf ging. Sie mussten sich schrecklich gelangweilt haben in diesem Gefängnis. Aber sie haben mit ihrer Tat Qualen reproduziert, die ihren Ursprung vor 6000 Jahren hatten. Ich würde daraus keine Theorie ableiten, aber die USA sind schon ziemlich alt. Und selbst wenn sie immer ihre Jugendlichkeit betonen, so tragen sie doch tausendjährige Mythen in sich, die sie nicht kontrollieren können. Und die Geschichte verhält sich zu ihnen wie zu allen anderen. Tragisch. Das Auftreten von Konflikten hat nichts mit Schicksal zu tun. Schuld ist nicht die Geschichte, sondern sich verkettende Ereignisse. Und die jüngere Geschichte findet in diesem Buch ein ganz besonders starkes Echo.